Lebensräume schaffen. Wir, der Caritasverband Freiburg-Stadt, mit unseren 1000 hauptamtlichen und 600 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern engagieren uns Tag für Tag in 60 sozialen Diensten und Einrichtungen. Insgesamt betreuen wir in Freiburg, March-Neuershausen, Heitersheim, Riegel, Balingen und Titisee-Neustadt etwa 350 Menschen in unseren Wohngruppen. Hierbei bieten wir unseren Bewohnern ein differenziertes Wohnangebot, das sich an den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Einzelnen orientiert. Bei der Entscheidung, das Leben alleine zu bewältigen, unterstützen wir jeden individuell. Bewohner unserer Häuser erhalten Unterstützung und Begleitung in jeder Lebenslage. So auch Anna Groß als Bewohnerin unseres Hauses. Auch zwischen den verschiedenen Wohngruppen findet Begegnung statt und es werden Kontakte geknüpft. Selbstbestimmtes Handeln und die Förderung von Eigeninitiative ist hierbei das wesentliche Leitziel. Wie alle Bewohner konnte sich Anna Groß ihren Wohnraum selbst gestalten. Möbel können selbst mitgebracht oder von uns gestellt werden. Unter den gemeinsamen Aktivitäten nimmt das Essen eine wichtige gemeinschaftliche Funktion ein. Unsere Pflegegruppen sind barrierefrei gestaltet. Die Küchen sind entsprechend angepasst und die Bäder so gebaut, dass sich auch ein Rollstuhlfahrer gut darin bewegen kann. Auch im Außenbereich bestehen für die Bewohner gemeinschaftliche Treffpunkte. Auch Menschen im Seniorenalter wollen wir in unserer Seniorenwohngruppe darin unterstützen, ihren Lebensabend entsprechend ihren Vorstellungen zu gestalten. Michael Mauch gestaltet seinen Alltag möglichst eigenständig. In einzelnen Wohneinrichtungen leben auch Tiere, die von den Bewohnern mitversorgt werden. Die eigenen Räume bieten für Michael Mauch eine ungestörte Privatsphäre. Soweit es ihm möglich ist, räumt er sein Zimmer eigenständig auf. Bei Bedarf erhält er Unterstützung durch die Betreuer oder die Hauswirtschaft. Die Bewohner der Seniorenwohngruppen verbringen den Alltag in der Tagesgruppe miteinander. Hier finden gemeinsame Aktivitäten statt, wie gemeinsames Kochen oder Backen. Julia Geiger wohnt in einer Wohngruppe mit weiteren Bewohnern. Auch hier steht die Gestaltung des eigenen Lebens im Vordergrund. So wie auch das eigenverantwortliche Mitwirken im Alltag. Für sie und ihre Mitbewohner werden gemeinschaftliche Aktivitäten angeboten, wie zum Beispiel das Malen. Dabei kann sich jeder individuell ausdrücken und etwas Eigenes schaffen. Zum Alltag in der Wohngruppe gehört für Julia Geiger, wie für ihre Mitbewohner, das morgendliche Aufstehen und Richten für die Arbeit. Den Weg zur Arbeit legt Julia Geiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Wie ihre Mitbewohner arbeitet sie in einer Werkstätte unseres Caritasverbandes.
Hier arbeitet Julia Geiger in einer Montagegruppe, wo sie für einen Wirtschaftsbetrieb die Vorarbeiten montiert. Durch die Arbeit erfahren die Beschäftigten einen geregelten Tagesablauf und finden Befriedigung und Erfolgserlebnisse in einer sinnvollen Tätigkeit. Nach der Arbeit erledigen die Bewohner eigene Termine oder nehmen an gemeinsamen Aktivitäten teil. Julia Geiger besucht neben einem Sportangebot unter der Woche auch den Trommelunterricht. Sabrina Wagner wohnt in der Außenwohngruppe in einem Apartment. In der Außenwohngruppe leben Personen, die ihren Alltag weitestgehend selbst gestalten können und bereits über bestimmte lebenspraktische Fertigkeiten verfügen. So auch Sabrina Wagner, die sich nur bei Fragen oder Unsicherheiten Unterstützung durch einen Betreuer holt. Für den heutigen Besuch ihres Onkels erledigt Sabrina Wagner noch einige Einkäufe. Besuch ist jederzeit willkommen und der Kontakt zu Angehörigen wichtig. Daher haben wir kleine Wohneinheiten, die dezentral in Freiburg und Umgebung liegen, damit auch weiterhin die Möglichkeit besteht, in der Nähe der Verwandtschaft und Freunden zu leben. Vier unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Wir schaffen ihnen Lebensräume.